Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch bei uns Alpenländler kommt immer häufiger Fisch auf den Tisch. Mindestens zwei wichtige Gründe gibt es für die erfreuliche Entwicklung. Zum einen ist Fisch wichtig für die gesunde Ernährung und zum anderen ist der Aufwand fürs Zubereiten von feinen Gerichten relativ bescheiden. Für beide Fachgebiete haben wir heute einen Experten bei uns im Studio. Wie immer der Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, der Armin Amrain. Heute mit einem feinen Fischrezept. Grüezi miteinander. Und was die gesunde Ernährung betrifft, wird uns vorher die Ernährungsberaterin von Coop, Edith Koch, über wichtige Informationen im Zusammenhang mit dem Konsum von Fisch informieren. Dass Fisch fettarm und eiweißreich sind, das wissen ja die meisten von uns. Das ist aber noch lange nicht alles, nicht, Edith? Nein, Fisch hat noch viel mehr Ernährungstrümpfe zu bieten. Er ist zum Beispiel ein wertvoller Lieferant von den viel zitierten Omega-3-Fettsäuren. Fundierte wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Kombination von Vitamin E und den Omega-3-Fettsäuren einen besonders positiven Einfluss auf Herz- und Kreislauftätigkeiten haben und zudem bei Seh- und Hirnfunktionen wesentlich mitbeteiligt sind. Mit unseren Essgewohnheiten decken wir den Bedarf aber knapp, denn die Omega-3-Fettsäuren sind besonders in fettreicheren Meeresfisch wie Lachs, Makrelen oder Thunfisch enthalten. Mit dem regelmäßigen Konsum von 2 Portionen in der Woche ist unser Bedarf an diesen Omega-3-Fettsäuren gesichert. Danke, Edith. 2-mal pro Woche Fisch empfiehlt also unsere Ernährungswissenschaftlerin. Und dass das keine unrealistische Forderung ist, zeigt uns jetzt der Fachmann fürs Kulinarische. Heute mit einem Fischtopf mit Gemüse und dazu gibt es eine rassige Knoblauchsoße. Bitte, Armin. Für Knoblauchsoße einen kleinen Herdöpfel kochen, noch warm schälen und in grobe Stücke schneiden. 2 bis 3 Knoblauchzehen schneiden, eine halbe Peperoncini entkernen und ebenfalls in Stücke schneiden. Jetzt alles zusammen mit etwas Salz, Zitronensaft und einer Prise Zucker im Kötter fein pürieren. Ein Eigelb unter die Masse rühren, dann im Fades Olivenöl drunter rühren, wie bei einer Mayonnaise, und die Soße kalt stellen. Im Juni wird darüber abgestimmt, ob die Olympischen Spiele in 7 Jahren bei uns in der Schweiz stattfinden. Coop rechnet fest damit und unterstützt die Kandidatur von Sion 2006. Wir sind vorbereitet für die Olympischen Spiele 2006 und ich hoffe, dass Sion das Mal das Rennen macht. Freude herrscht. Denn jetzt ist Ihre Stimme für Sion 2006 Gold wert. Alle 2 Wochen startet man eine neue Glücksrunde mit Golfvreneli. Und als Höhepunkt von jeder Ziehung kann man ein tolles Auto gewinnen. Holen Sie sich eine Teilnehmerkarte in Ihrem Coop-Laden und stimmen Sie für Sion 2006. Je mehr Karten Sie übrigens einschicken, desto höher ist Ihre Chance. Die erste Ziehung ist am 7. April hier bei uns im Coop-Studio. Zuerst meldet sich jetzt aber nochmal der Armin Amrain mit dem 2. Teil vom Rezept aus der Studioküche. Bitte schön. Nach der Soße kommt jetzt der Fisch an die Reihe. Dorsch, Lachs, Rotbarsch, Zander oder ähnliche Fische in 3 cm grosse Stücke schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln und kurz ziehen. Während dieser Zeit das Gemüse rösten und portionengerecht schneiden. Im Salzwasser mit einem Lorbeerblatt 5 Minuten kochen. Dann die Herdöpfel mitkochen und nach weiteren 10 Minuten die Fische ein paar Minuten mitziehen. Wenn es soweit ist, den Fischtopf anrichten und zusammen mit der Soße und frischem Weissbrot servieren. Das Rezept, das wissen Sie ja, steht in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Ein Vergnügen, das wir uns nicht entgehen lassen werden. Danke, Armin. Neben dem tiefgekühlten Fisch von Goldstar offeriert Ihnen Coop übrigens in vielen Metzgerei- und Traiteurabteilungen oder in den mobilen Verkaufseinheiten vor unseren Läden auch frische Fisch aus nordischen Gewässern. 2 Gründe zum Fischessen haben wir im ersten Teil dieser Sendung schon gehört. Es gibt aber noch einen dritten. Alle Frischfische sind diese Woche 20% günstiger. Und da sind noch weitere Angebote zum Sparen, die Sie diese Woche nicht verpassen sollten. Grüne Spargeln aus USA oder Spanien kosten per Kilo 5,90 €. Alle Fixis Unisex Ultra 3 oder Extra Class Midi bis Junior kommen Sie als 3 für 2 für 44,40 € über. Mit der GoProfit-Karte gibt es farbige Ostereier für 2,80 €. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen bin ich für heute am Schluss. Danke für Ihr Interesse, noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.